dann kann ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich sehe, da kommen noch die Letzten in den Saal. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ihnen ist klar, worum es heute gehen wird. Und Herr Dr. Gasser hat das auch schon in seiner Einführung vorweggenommen. Wir stehen am Ende eines längeren Prozesses, der eine Reaktion auf die PISA-Ergebnisse war. Sie werden immer wieder von PISA hören. Und Sie sind ja diejenigen, die sich besonders gut auch mit den Ergebnissen beziehungsweise auch mit den Verbesserungen auskennen, die mittlerweile in der Schullandschaft zu verzeichnen sind. Wir haben es hier aber mit PISA zu tun, weil das, was Herr Dr. Gasse vorgestellt hat als ein Pro-Lesen-Projekt, das im Jahre 2008 bis zum Jahre 2010 stattgefunden hat, weil wir in diesem Prozess mit mehreren Partnern zusammengearbeitet haben. Das sind die Partner, die Sie dort sehen, und die hat Herr Dr. Gasse auch schon angesprochen. Es ist einmal das Ministerium, das sich selbstverständlich in dem großen KMK-Projekt auf dem Weg zur Leseschule, Pro-Lesen, das Ministerium NRW hat sich dort sehr stark gemacht. Und Sie haben sich entschieden, in einem Projekt mitzuwirken, in einem Modul, das ist das sogenannte Modul 10. Und dort geht es um gesamt- und außerschulische Kontexte. Das bedeutet, das Land Nordrhein-Westfalen hat sich besonders den Schwerpunkt der Bibliotheken gewählt und der Kooperation mit außerschulischen Lernorten. Also das ist ja das, was die Bibliothek wofür die Bibliothek steht. Es geht ja nicht nur um die Schulbibliotheken, sondern um jede Art von Bibliothek, die Sie sich vorstellen können. Deshalb auch in besonderem Maße die Kooperation mit der Medienberatung NRW. Es sind hinzugekommen 9 Schulen. Das sind Schulen, auf die ist das Ministerium zusammen mit der Medienberatung gestoßen, weil diese Schulen bereits Gütesiegelschulen waren zum großen Teil. Das heißt, sie haben gearbeitet, sie haben das Gütesiegel verliehen bekommen im Bereich individuelle Förderung. Und es sind Schulen, die bereits zum großen Teil vernetzt waren mit Bibliotheken. Dann ist das Schreiblesezentrum von der Universität dazugekommen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben bei Schulen hineingeguckt, was für Materialien habt ihr schon erarbeitet. Das war der grundsätzliche Auftrag bei diesem KMK-Projekt. Was habt ihr schon erarbeitet an Materialien? Wie sind die Konzepte, die dahinter stehen? Wir haben das alles gesammelt, viel mit den Schulen zusammengesessen. Wir haben auch geguckt, wie können die Schulen sich auf ihrem Weg zu einer Leseschule weiter bewegen und weiterentwickeln. Als wir das dann gesammelt haben, haben wir daraus so etwas wie eine Übersicht erstellt. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein ganz besonderes Projekt, Leseschule NRW, und die Leseschule NRW unterscheidet sich schon in einigem von der Leseschule in Baden-Württemberg bzw. in Bayern. Die Leseförderung als Aufgabe einer Fächer ist etwas, was die KMK das KMK-Projekt vorgeschlagen hat. Und das ist etwas, worüber wir immer wieder Sie informieren werden, in dem Sinne, wie ist so etwas zu bewerkstelligen und wie funktioniert das nachhaltig und, was mir ganz wichtig ist, wie funktioniert das pragmatisch gut. Wir können ja nun nicht jeden Physiklehrer verpflichten, neben seinem eh schon anstrengenden Arbeitstag und der Arbeitsbelastung, die er hat, sich auch noch intensiv um Leseförderung zu kümmern. Das kann er nicht leisten, und das ist auch nicht das, was wir vorhaben. Ich werde Ihnen jetzt ein wenig in dem Workshop zu den Methoden ausführlicher erläutern, wie auch jeder Mathematiklehrer, jede Physiklehrerin an diesem Projekt teilhaben kann. Denn nur wenn alle Fächer in der Leseförderung mitwirken und es für sie eine Kleinigkeit ist, das zu tun, erst dann werden wir nachhaltige Ergebnisse erzielen. Sie sehen, dass dann die Kooperation eben der besondere Baustein ist, mit dem das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet. Wie sind wir nun vorgegangen? Wir haben mehrere Handlungsfelder erstellt. Das ist etwas, was man gelernt hat von den Schulen. Zur Leseförderung gehören Themen wie Animation. Es gehören bestimmte Methoden dazu. Es gehört die Diagnose dazu. Die Recherche, ganz wichtig. Und eben die Elternarbeit auch. Viele Schulen haben uns von einer intensiven Elternarbeit berichtet. Alle diese verschiedenen Handlungsfelder haben wir aufgenommen. Wir haben das ganze Paket Leseförderung so umgesetzt, wie es eben an diesen Schulen in der Praxis gehandhabt wird. So, und dann haben wir das ein bisschen für Sie, für den heutigen Tag ganz besonders, geordnet. Und aus dieser Ordnung ergibt sich dann
dass wir Workshops haben, in die wir dann zwei verschiedene Teile mit hinzugenommen haben, weil wir gesehen haben, das können wir operationalisierbar machen. Da können wir Ihnen etwas zu erzählen. Das ist etwas, womit Sie arbeiten können und was Sie mitnehmen können. Und das ist ja der Sinn eines solchen Fachtages. Zurückbleiben lediglich zwei Handlungsfeldern. Wir können Ihnen hier nichts über Elternarbeit erzählen. Das ist ein Feld, in dem Sie sich auch sehr gut und bestens auskennen. Und wir können auch über Leseorte, über die verschiedenen hier nichts so Ihnen anbieten, dass es wirklich operationalisierbar wäre. Und Sie sollen ja hinterher von den Workshops gerade sehr profitieren und nach Hause gehen mit dem, in dem Sinne, was nehme ich mit und wie kann ich das eigentlich umsetzen, was wäre noch zu machen und so weiter. Das heißt, schon an dieser Stelle, uns ist an diesem Tag wichtig, dass Sie ins Nachdenken kommen, dass wir Ihnen Angebote machen, dass wir Ihnen auch unser komplettes Modell der Leseschule NRW vorstellen und dass Sie schon während der Workshops und auch gleich im Anschluss an den Vortrag überlegen können, ist es etwas, was ich umsetzen könnte? Welche Bausteine? Nehme ich das Gesamtpaket? Wie funktioniert das überhaupt? Das heißt, das sind die Workshops, die Sie jetzt heute hier vorfinden werden, zu denen wir Ihnen etwas anbieten. Das ist so etwas wie die wissenschaftliche Sicht auf das Ganze. Das heißt, alles das, was die Schulen uns genannt haben, haben wir systematisiert und haben wir in einen, wir nennen das immer Lesebaum, man muss jetzt dreimal gucken, wo der Baum ist und ob die Wurzeln oben oder unten sind, wie auch egal. Wir nennen das Ganze Lesebaum, bei dem vor allem wichtig ist, der verzweigt sich und das Ganze hat eine Systematik und eine Ordnung, die uns sehr am Herzen liegt. Sie sehen als erstes eine große Zweiteilung, markiert durch blaue Kästchen und durch grüne Kästchen. Diese Zweiteilung ist wichtig. Es gibt ganz wenig Bereiche, die von links nach rechts rüber wechseln würden, beziehungsweise zu gebrauchen werden. Vom linken, vom rechten, im linken Bereich. Wir müssen es trennen, weil das eine hat etwas mit Textverständnis zu tun. Das ist etwas sehr Basales. Das ist das, woraus die PISA-Ergebnisse resultieren. Ein Textverständnis, das in Deutschland sich verbessert hat und das immer noch nicht optimal ist. Deswegen sehen Sie auf der linken Seite alles das, was trainierbar ist. Und dazu gehört selbstverständlich, um alle trainierten Inhalte zu überprüfen, sehen Sie noch das Feld Diagnostik. So, das ist zu üben, zu trainieren, anzuwenden. Das ist auch der große Bereich, in dem wir die Leseförderung in allen Fächern betreiben. Sie sehen auf der rechten Seite die grün markierten Felder. Die haben wir literarische Bildung genannt. Das hat etwas zu tun mit Leseanimation, mit literarischem Lernen. Dort ist der Literaturunterricht, wohlgemerkt nicht der ganze Deutschunterricht, der hat ja auch noch sprachliche Aspekte, der übt ja auch Textverständnis, aber der Literaturunterricht ist dort angesiedelt. Und zu diesem Bereich haben wir weitere Workshops, in denen Sie sehen können, was es an Praxis dort alles gibt und was Sie alle umsetzen könnten. Sie sehen, die Bibliothek ist im Programm von Nordrhein-Westfalen sehr weit oben angesiedelt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass literarisches Lernen selbstverständlich nicht erst im Literaturunterricht beginnt. Wenn man so ganz kritisch sich selbst gegenüber ist, und das darf ich als ehemalige Deutschlehrerin auch sagen, wir erreichen mit dem Literaturunterricht nicht immer alle Schüler. Trotzdem aber müssen wir uns darum bemühen, dass literarisches Lesen stattfindet. Weil alleine auch, das ist ein sehr pragmatischer Grund dahinter, unabhängig von allen wichtigen ästhetischen Erfahrungen, wer viel liest und wer mit Büchern umgeht und schon eine Selbsteinschätzung, ein Selbstkonzept als Leser und Leserin hat, so jemand würde auch immer besser im Bereich Textverständnis abschneiden. Das bedeutet, die Bibliothek ist auch etwas, zu dem wir sagen, naja, vielleicht guckt auch jemand zu Hause im häuslichen Bücherschrank, völlig egal, was da für Bücher stehen, aber er liest. Vielleicht bekommt jemand ein Buch empfohlen und sagt, leih dir das doch mal aus der Stadtbibliothek.
Vielleicht gibt es sogar, und ich weiß, dass es das gibt, im vorschulischen Bereich, Bibliotheken in den Kindertagesstätten. Das ist wichtig. Uns ist jeder Kontakt zum Buch wichtig. Und dabei hat die Bibliothek eine ganz wichtige Rolle. So, ich beginne nun mit dem Bereich Textverständnis, Diagnostik. Ich möchte Ihnen also jetzt im Folgenden ziemlich rasant, weil ich alles immer nur andeuten kann, möchte ich Ihnen vorstellen, was passiert in diesen Workshops. Worauf lassen Sie sich dort ein? Welchen Stellenwert hat das Ganze in unserer Systematik und unserem Programm Leseschule Nordrhein-Westfalen, also auch in unserem Lesebau? Sie sehen, Textverständnis, die Frage ist überhaupt, warum müssen wir diagnostizieren? Selbst wenn es ja klar ist und wir sind mittlerweile alle daran gewöhnt und wissen, dass wir diagnostizieren müssen, trotzdem stellt man sich in Bezug auf Lesekompetenz immer wieder diese Frage, worum geht es eigentlich? Möchte ich jemanden individuell fördern? Möchte ich von Schüler A wissen, wie entwickelt er sich im Bereich des Textverständnisses? Oder möchte ich so etwas wie ein Screening der ganzen Klasse haben? Ich mache Unterricht, also diagnostiziere ich am Anfang und am Ende möchte ich sehen, können die Schüler und Schülerinnen wahrhaftig besser lesen. Begleite ich also individuell, begleite ich ganze Klassen. Richte ich meinen Unterricht dann darauf aus? Das ist ja das, was wir von unserer Kompetenzorientierung am wichtigsten finden. Wir müssen eigentlich gerade stehen für das, was wir tun. Das mussten wir immer, aber jetzt sind wir in einigen Bereichen, nicht in allen, sogar in der Lage, das zu messen. So, das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Schulentwicklung. Wo geht die hin? Sind wir eine Schule, die sich dann Leseschule nennen darf? Setzen wir uns dafür besonders ein? Dafür müssen wir aber auch Ergebnisse bekommen im diagnostischen Verfahren. Das alles können Sie gar nicht lesen oder sollen Sie gar nicht lesen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der ganzen Verfahren, die es hier gibt. Sie werden, wenn Sie es entziffern können, sicherlich einige wiedererkennen. Es sind diagnostische Verfahren von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 1 und interessanterweise umfassen einige noch das letzte, nämlich der LGVT-Test, geht bis zur Klasse 12, was uns ganz wichtig ist. Dann bekommen Sie solche netten Kurven. Das sieht schwieriger aus, als es ist. Auch ich kriege das mittlerweile mit den Kurven hin und deswegen könnte ich Ihnen getrost sagen, wenn ich das hinkriege als deutliche Mathematikversagerin in der Schule, schaffen Sie das auch. Also wir müssen ja auch immer da immer gucken, pragmatisch, Sie müssen es bewältigen können. Sie werden in unserem Workshop mit vielen Verfahren vertraut werden. Sie bekommen dort selbst Materialien, anhand derer Sie korrigieren dürfen, auswerten dürfen. Das sind alles Materialien, die wir von Schülern bekommen haben. Wichtig ist uns im Bereich der Lesekompetenz, es geht immer um diese drei Parameter. Jemand muss schnell lesen, jemand muss aber gleichzeitig genau lesen. Das ist etwas, entweder lesen die Schüler nicht genau oder die lesen gleichzeitig dann wahnsinnig schnell. Es hilft aber nicht. Sie müssen dieses alles kombinieren können. Und nebenbei müssen Sie auch noch verstehen, was Sie lesen. Es ist ein unglaublich komplexer Prozess, der abläuft. Und als ich dann in der Fachliteratur lesen durfte, dass Leseverständnis, gutes Lesen, Lesekompetenz schwieriger zu erreichen ist als mathematisches Verständnis, war ich dann wiederum, können Sie sich vorstellen, beim Hintergrund, war ich dann wiederum auch ganz beruhigt. Es ist eine unglaublich abstrakte Tätigkeit, die wahnsinnig viel von Ihren Schülern erfordert. Und wir müssen da ganz kleinschrittig vorgehen, damit sich das Textverständnis und damit die Lesekompetenz verbessert. So, ich komme zu unserem Baum zurück. Da komme ich immer wieder hin zurück, um Ihnen zu sagen, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir nämlich im Bereich des Methodentrainings. Dabei ist es wichtig, dass wir mit Strategien arbeiten. Sie wissen alle, dass wir mit Lesestrategien arbeiten. Und ich habe erst gedacht, ich bringe das an dieser Stelle unter. Das mache ich aber lieber nicht. Ich spare mir das für meinen eigenen Workshop. Ich habe als Anekdote vor 2 Wochen noch mitbekommen, dass mein kleiner Sohn in der 6. Klasse dann stolz zu mir kam und sagte, du machst doch was mit Strategien. Ja, und er sagte, das machen wir jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, da war ich so unverschämt und habe gesagt, die heißen bestimmt Fünfgang. Da sagte er, ja, gut. Diese Methoden funktionieren nicht. Das habe ich meinem Sohn dann aber nicht gesagt. Der soll ja jetzt nicht ganz enttäuscht da reingehen.
Ich wusste es nur, ich weiß es von fast allen Schulen, ich wusste es auch vorher von meiner viel älteren Tochter, die hatte auch 5 Gang. Das ist etwas, was nicht funktioniert. Ich gebe Ihnen zumindest den Tipp, das ist etwas aus dem Jahre 1946, kommt mir ein bisschen alt vor. Mache ich aber im Workshop noch genauer, sehr interessant alles aber. Ich möchte Ihnen mal kurz so eine Folie zeigen. Nicht erschrecken, ich weise Sie jetzt nicht in die Tiefen und Abgründe der Neuropsychologie ein. Wichtig ist nur, Ihnen zu zeigen, wenn wir mit Lesestrategien arbeiten, müssen wir es systematisch machen. Das ist Training. Das ist Training wie Fußballtraining. Das ist immer wieder Schießen und Pässe und fragen Sie mich nicht genau. Das muss geübt werden. Das muss geübt werden, weil das in unserem Gehirn so funktioniert. Wir haben so gewisse Schaltungen. Das sage ich jetzt. Wir hoffen, es sind bestimmt Biologielehrer dabei. Auch egal. Ich könnte es natürlich sehr viel schöner und richtiger sagen. Ich sage Ihnen einfach, hoffe ich. Ich sage Ihnen einfach Schaltungen und wir müssen da gewisse Wege bahnen, damit die automatisiert verlaufen. Alles das, was automatisiert hinterher verlaufen soll, muss geübt werden und muss trainiert werden. Deswegen diese Folie auf der linken Seite. Das heißt, wir benutzen Lesestrategien wie ein Werkzeug. Wir wenden es an, wir üben es, bis Schüler es so anwenden können, dass sie mit Texten umgehen können. Ich zeige Ihnen das ganz schnell hintereinander. Das Ganze steht dort vorne. In meinem Workshop wird es sowieso ausführlich gemacht. Es sind solche Strategien von erst einmal sich orientieren, worum geht es überhaupt. Das muss man tun, weil man sonst den Text nicht versteht. Das ist ein erster großer Schritt. Man muss auf den Text blicken. Es kommt ein zweiter großer Schritt. Das ist der Schritt, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Man muss den Text strukturieren. Das ist das übliche Unterstreichen und Wichtiges, wobei immer die Frage ist, was ist wichtig? Die guten Schüler können es eh, den schlechten wollen wir es beibringen, wissen aber nicht genau, wie wir das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden sollen. Und dann der letzte große Schritt, wir müssen das Ganze auch strukturieren. Und auch dafür, alles für das alles, gibt es unterschiedliche Methoden, wie man diese Strategien einüben kann. Wichtig, und jetzt komme ich noch einmal dazu, es ist für alle Fächer gedacht. Es ist genau hier der Bereich, der alle Fächer anspricht. Diese Lesestrategien, egal welche Sie wählen, es gibt mehrere Programme, die mit Lesestrategien arbeiten, wenn es wäre mir lieb, nicht die 5-Gang-Methode, das ist einfach eine schulbuchtaktische Geschichte, dass Sie damit arbeiten, tun Sie es nicht. Es gibt aber 3 Programme, die Sie dort drüben alle legen, sehen, die können als Voraussetzung in allen Fächern angewandt werden. Das ist eine sehr simple Angelegenheit. In allen Fächern heißt dann in dem Moment auch in der Oberstufe, ich werde Ihnen gleich ein Beispiel dafür zeigen, in der Mittelstufe, im Biologieunterricht, im Erdkundeunterricht. Vor kurzem kam ein Mathematiklehrer zu mir hin und sagte, ja, das hilft mir, ich habe Textaufgaben. Die müssen auch Aufgabenstellungen verstehen und verstehen sie nicht immer, selbst wenn sie a Quadrat plus b Quadrat rechnen könnten, wenn sie denn die Aufgabe verstehen würden. Im Deutschunterricht eine solche Strategie, Maßnahme zu erarbeiten und das an das gesamte Kollegium weiterzugeben, ist für keinen einzigen Erdkundelehrer ein Problem zu sagen, jetzt wendet ihr die 4. Strategie an. Teilt das Ganze mal, oder die 5., je nachdem in welchem Programm Sie sind, teilt das bitte mal in Abschnitte ein. Das kennen die Schüler. Wenn das durch die gesamte Schule durchläuft, kennen die das. Und dann wird auch der Erdkundetext besser verstanden. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus dem Biologieunterricht. Auch das können Sie nicht lesen. Ich lese Ihnen aber mal den Text vor. Sie sehen das obere Kästchen. Das ist aus einem Biologie-Schulbuch. Dort steht, ein die Membran durchspannendes Protein kann einen hydrophilen Kanal durch die Membran bilden, der für eine bestimmte gelöste Substanz spezifisch ist. Manche Transportproteine hydrolysieren ATP und so weiter und so weiter. Da sagen mir gestandene Biologielehrer, meine Schüler Oberstufe, verstehen es nicht. Und wenn sie sich da durchgearbeitet haben, behalten sie es nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen verstehen und zwischen behalten. Und dann bin ich auf die Biologie, die ist bei uns im Gebäude, worüber ich sehr glücklich bin, und die macht jetzt, die entwickelt im Bereich der Lesekompetenz Materialien für den Biologieunterricht.
Mittelstufe, Oberstufe und daraus ist dieses Beispiel. Was die machen, die nennen das Leseverzögerung. Die machen ganz viele verschiedene Dinge, unter anderem Leseverzögerung. Die sagen, lasst uns das doch mal voneinander trennen. Lasst uns doch mal diese komische Beschreibung, die ich Ihnen gerade im Ansatz versucht habe vorzulesen, lasst uns die doch mal rausnehmen. Und dann versuchen, mit welchem Bild passt das denn zusammen? Weil die sagen, wenn ich einen schwierigen Text lese und sehe dazu ein Bild, dann nehme ich das Bild nicht mehr richtig wahr. Wenn ich aber gezwungen bin, genau zu lesen und genau hinzugucken, welchem Bild ordne ich das denn zu, dann habe ich mehr davon, dass ich den Text verstehen kann und muss anschließend auch noch genau beschreiben, Proteine dienen oder Proteine sind. Es gibt also auch hier ausgearbeitete Materialien. Ein harmloses Beispiel, das finde ich jetzt, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Da bin ich aber, ne? So, warum kommt das? Das soll nicht kommen. Jetzt müssen Sie mich mal eben entschuldigen, irgendwas stimmt hier nicht. Egal, Regenwurm. Das ist einfach ein Beispiel aus dem Biologieunterricht, wie mit einem Text gearbeitet wird. Das ist auch ein Text aus der Biologiedidaktik. Wie unterteile ich den Text Regenwurm in richtige Abschnitte? So, schwierig dabei, achten Sie darauf, welchen Text Sie nehmen. Nicht jeder Text ist für solche Geschichten geeignet. Sagen Sie mal, das ist doch jetzt auch nicht, ne? Ich komme zum Bereich Fluency. Das ist der letzte Bereich und dann bin ich mit dem großen Methodenteil durch. Der Methodenteil ist so groß, weil es alles etwas ist, was wir üben können. Fluency jedoch ist etwas, was wir nur im Deutschunterricht üben können. Das ist eine Geschichte, die aus den Staaten hier rübergekommen ist, die in Schulen zum Teil und bis jetzt ganz, ganz wenig angewandt wird. Und ich lasse Ihnen einfach mal als kurzen Einblick, Sie haben das alles auch auf der Homepage der Medienberatung, da wird das Ganze vorgestellt, wie funktioniert Fluency. Ich gebe Ihnen mal einen ganz kleinen Einblick. Ich bin in Tandem lesen und ich bin der große Bruder. Ich heiße Okan und das ist mein kleiner Bruder. Hallo zusammen, herzlich willkommen in Tandem lesen. Ich bin der kleine Bruder, ich heiße Elmedin. Und wir wollten euch erklären, was Tandemlesen ist. Und das ist... Wir lesen, der große Bruder unterstützt mich. Der liest einmal den Text vor und dann lese ich zweimal den Text vor. Und dann lesen wir das beide zusammen vor. Ja, und wir wollten euch zeigen, wie die Brüder lesen können. Und wir wollen jetzt anfangen. Warum summen Bienen beim Fliegen? Bienen fliegen ganz anders als Flugzeuge oder Vögel. Weil sie in der Luft so langsam sind, müssen sie sehr schnell mit den Flügeln schlagen. Okay, laut lesen aus der Praxis, Theorie dahinter, wenn man richtig betont, lernt man besser lesen. Der nächste Punkt ist Erweiterung des Sichtwortschatzes. Versuchen Sie das mal zu lesen, kennen Sie bestimmt auch, ne? So, können Sie, ne? Ich habe das immer als Test, nehme ich immer Grundschüler. Wenn die das lesen können, ist es in Ordnung, können die Guten. Die Guten können es lesen, die Schlechten natürlich nicht. Ihnen ist das klar. Sie müssen die Schüler dazu bringen, dass die schnell lesen können. Gleichzeitig genau, Sie erinnern sich an die unterschiedlichen Parameter. Wir lesen aber nur dann schnell, wenn wir durch den Text hüpfen. Wir lesen ja nicht von links oben nach rechts unten, dann würden wir ja dekodieren, wir die Erst- und Zweitklässler. Wir springen in großen Abschnitten durch den Text. Wie schnell wir springen, hat etwas damit zu tun, wie gut wir sie lesen können. Und auch, wie weit unsere Blickspanne ist und wie kurz wir nur auf so größeren Abschnitten verteilen. Probieren Sie das mal bei sich aus und betrachten Sie sich mal dabei. Sie hüpfen durch den Text, immer wieder hin und her. Unsere Augen sind trainiert und wir sind als gute Leser, ich mache mit meiner Gruppe im Workshop hinterher natürlich auch Übungen und teste sie, wie schnell sie springen und wie viel sie lesen können. Das ist schon sehr interessant. Man springt so durch einen Text durch. Das muss man üben.
Das zu üben, ist, dafür gibt es Übungen, die auch wiederum in anderen Fächern möglich sind. Die sind witzig, Sie können da Wörter aus Ihrem Fachunterricht reinsetzen, den Schülern macht es Freude und Sie üben das Ganze. So, viel lesen ist etwas, jedem Schüler in der Klasse Möglichkeiten zu geben, auch zu lesen. Etwas kann eingebaut werden als ein Baustein. Es kommt auf die Schule an, es kommt auf die Klasse ein. Das ist ein Baustein, den man einbauen könnte. Und Sie gucken dann mit solchen Lesepässen, da tragen die ein, was Sie gelesen haben, tragen dann auch ein, wie Sie das Ganze finden, wie Sie damit zurechtgekommen sind. In einigen Klassen von Hauptschulen und auch von Gesamtschulen unabdingbar. Etwas, was gut funktioniert und was zu guten Ergebnissen geführt hat. Meines Erachtens würde ich das auch immer wieder an Gymnasien implementieren. Das sind solche Bilder dann, dort liegen die dann rum, beziehungsweise wenn sie genug geübt haben, gehen die dann auch in Kindertagesstätten und lesen Kindern dann daraus vor. Ich komme jetzt langsam in den Bereich, sehen Sie zur rechten Seite, nämlich zur literarischen Bildung. Literarische Bildung ist natürlich etwas, was den ganzen Bereich des Lesens, des Mitbüchern, Umgehens und so weiter beschäftigt. Sie sehen bei der Bibliothek, das hat immer auch etwas mit literarischer Lesesozialisation zu tun, ein Begriff, der bis jetzt bei uns überhaupt nicht aufgetaucht ist, aber schon in der Vorschule, wie gehen Kinder mit Lesen um, wie sind die in diesem ganzen Bereich sozialisiert. Dann, wenn wir den linken Bereich nehmen, das ist der, der Ihnen am vertrautesten ist, der Bereich des Literaturunterrichts. Das muss ich gar nicht großartig erwähnen, dass Sie selbstverständlich auch mit Kinder- und Jugendliteratur umgehen, mit aller anderen Literatur genauso selbstverständlich, dass dort ein Austausch stattfindet und so weiter. Wenn wir zur Leseanimation gehen, sehen Sie dort sehr viele verschiedene Punkte aufgezählt. Und dieses Angebot, was alles Sie als leseranimierende Verfahren wählen können, ist wirklich außerordentlich groß. Und das ist der Bereich, an dem die Bibliothek dann wieder sehr, sehr stark mit ins Boot kommt. Weil gute Bibliotheken, die wir hier auch in unserem Projekt hatten, die wissen, wie wir mit leseanimierenden Verfahren umgehen. Gute Deutschlehrer wissen es aber auch oder solche, die es auch noch werden wollen. Leseanimierende Verfahren als ein Baustein, der in jede Schule sehr, sehr leicht zu integrieren ist, der sehr, sehr wichtig ist, damit Schüler ein selbstverständliches Verhältnis bekommen zu den Büchern, zum Umgehen mit den Büchern, sich daran zu gewöhnen, etwas schön zu finden und so weiter. Sie sehen, wenn ich nun zur Leseanimation gebe, nun habe ich Ihnen das noch ein wenig weiter aufgefächert, aufgeschrieben. Da kann ich fast nichts anderes machen, als Ihnen das so ein bisschen untereinander nur zu schreiben. Und wobei das nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was wir an Schulen vorgefunden haben, was wir an Bibliotheken vorgefunden haben, was beide Institutionen immer wieder in Kooperation miteinander machen. Da bietet unser Workshop ganz tiefe Einblicke darin, was kann man machen, weil wir jemanden vom Schreiblesezentrum dabei haben, die Frau Frank, und noch mit der Frau Schürkmann, eine gestandene Bibliothekarin von der Bibliothek Werne, die in diesem Projekt mitgearbeitet hat und die über ein unerschöpfliches Reservoir verfügt, wie ich finde. Was kann man an Verfahren machen? Auch das wieder ganz wichtig. Was ist umsetzbar? Ne? Nicht irgendwelche netten Rosinen oder so Feierabendgeschichten. Wir kommen zu einem weiteren großen Bereich. Das ist der Bereich der Recherche. Sie alle, denke ich, sind fast tagtäglich mit diesem großen Bereich beschäftigt. Es hat nicht nur etwas mit der Recherche für die Facharbeit zu tun, sondern grundsätzlich auch in allen Bereichen, mit denen wir arbeiten, bekommen wir immer wieder mit, dass Kinder nach Hause geschickt werden mit den Worten, sucht euch das mal im Netz irgendwie zusammen. Und da schon ein Grundstein gelegt wird, dass Schüler und später auch, wir bekommen das dann in den Anfangsjahren immer noch mit, auch Studierende, nicht richtig wissen, wie man recherchiert, wie man klug recherchiert. Wir sind aber mittlerweile
in unserer Entwicklung so, dass wir dafür eine ganz, ganz große Kompetenz brauchen, weil mittlerweile alle mit Medien arbeiten, was ganz wunderbar so ist, aber nicht immer richtig wissen, wie man sie denn klug und geschickt und zeitsparend und effektiv auch einsetzen können. Und welche große Bandbreite es überhaupt da gibt, die Recherche möglich macht. Die meisten Schüler, das werden Sie bestätigen können, googeln irgendwo in der Richtung rum, kommen auf Wikipedia, was nicht immer ganz, ganz schlecht ist natürlich für den Anfang, und dann endet es. Und alles andere ist ein Zufallsprinzip, also Recherche. Ich möchte Ihnen nur einmal kurz in diesen Anfangstrailer, könnte man sagen. Sie sehen, in dem Beispiel hat sich eine gesamte Klasse aufgemacht in die Bibliothek, weil es dort auch die Kooperation mit der Bibliothek geht. Sie haben ein Thema mitgebracht, ein literarisches Thema, und dazu wird professionell recherchiert. Das bedeutet, Sie haben die Workshops heute vor sich. Und über allem steht letztendlich der Workshop auch noch Konzepte, weil es darum geht, dass Sie ein Schulprogramm entwickeln müssen. Sie wissen alle, teilweise leidvoll, teilweise auch sehr enthusiastisch, Sie müssen sich als Schule alle auf den Weg machen, Sie müssen ein Profil erarbeiten, Sie müssen ein Programm erarbeiten. Und ich habe aus der Praxis immer mitbekommen, dass auch sehr viele darunter dann immer wieder leiden und sagen, und was müssen wir noch? Und da kommt noch etwas und noch etwas. Der Sinn dahinter ist natürlich trotzdem ein ganz deutlicher. Sie haben, wenn Sie das als Chance betrachten und auch nicht immer nur als etwas, was Sie immer wieder neu bedienen müssen, so nach dem Motto, was wollen die da oben denn jetzt noch? Wenn Sie diese Chance wahrnehmen, dann müssen Sie sich ein Programm erstellen und vorher genau überlegen, wie soll unsere Schule eigentlich aussehen. Das ist eine sehr attraktive Möglichkeit, wenn Sie sich dafür entscheiden, wir möchten eine Leseschule werden, wirklich eine Leseschule. Wir möchten so viel wie möglich von den Bausteinen, die Sie hier an diesem Pseudobaum gesehen haben, von diesen Bausteinen, die möchten wir implementieren. Wir wissen nicht genau, wie viel, wir wissen auch noch nicht genau, was und wie wir es umsetzen. Dann würden Sie sich aber allmählich auf diesen Weg machen. Und dieser Weg ist uns allen wichtig. Alle diese Gütesiegelschulen haben sich auf den Weg gemacht. Ich habe mich jetzt von der Uni Münster mit auf den Weg gemacht. Ich habe unglaublich viel von diesen Schulen auch gelernt. Das Ministerium macht sich auf den Weg, die Medienberatung macht sich auf den Weg. Das sage ich nicht nur so daher. Ich habe mitbekommen, dass immer wieder diskutiert wird, geredet wird. Und wie machen wir es? Wie kann man das umsetzen? Dieses auf den Weg machen ist etwas ganz Wichtiges. Und wir haben dann auch gelernt, so wie es mein Part war, das Ganze so zu systematisieren, zu sagen, welche Bausteine gibt es denn jetzt da? Wie sind die denn systematisch miteinander verbunden? Man kann ja nicht mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Das führt ja auch in unserem anderen Leben meistens nicht zu sehr viel. Wir müssten also immer ein Programm auch entwerfen. Und dann zu überlegen, was wollen wir drin haben? Wie sieht es mit unserer Schule aus? Und ganz, ganz wichtig auch, was können wir leisten? Wie sieht denn so ein Konzept aus? Wer schreibt das denn jetzt schon wieder? So, ne? Haben wir da überhaupt Kapazitäten? Das ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, weil da sage ich Ihnen natürlich nichts Neues, das wissen Sie besser als ich. Alle Dinge, obwohl ich das von der Universität, wo auch so viel schief läuft, das weiß ich schon sehr gut, alle Dinge, die nicht festgeschrieben sind, wo ich nicht sage, ja, am Dienstag, oder immer zu Semesteranfang oder so etwas, die lasse ich links liegen. Wir sind alle einfach arbeitsmäßig überfordert. Alles das, wo ich mich nicht genötigt fühle, etwas zu tun, da reagiere ich nicht, ehrlich gesagt. Und das müsste mir in dem Moment schon super spannend vorkommen. Das heißt, Programm, es muss etwas festgeschrieben werden. Und zwar so, dass es praktikabel ist. Und dann kann man rangehen, da kann man nicht wieder diskutieren, macht ihr doch mal und alle haben zu viel zu tun. Nein, es steht dort festgeschrieben. Immer vor der Grundlage, was können wir kapazitativ überhaupt leisten. So, und mit dieser Übersicht haben Sie schön immer diesen Baum vor Augen,
der kein richtiger Baum ist. Da traktieren wir Sie in allen Workshops mit, immer wieder, weil wir uns ja da irgendwo auch systematisch verorten. Mit dieser Folie, mit diesem Bild endet mein Vortrag und gleichzeitig möchte ich jetzt weitermachen. Vortrag fertig. Jetzt fangen wir an zu arbeiten.